Asset Detour. Hallo und herzlich willkommen zu den Nachtests. Die Zahl der Umsetzungen ist diesen Monat nicht so besonders umfangreich. Den Anfang macht Goblin Commander für den GameCube. Auch auf Nintendos Zauberwürfel ist Goblin Commander ein gut durchdachtes Konsolen-Echtzeitstrategiespiel, das sich Fans des Genres auf keinen Fall entgehen lassen sollten. Knights of the Temple für den GameCube spielt sich eigentlich genauso gut wie die Xbox-Version, leidet unter denselben Kameraproblemen und sieht etwas schlechter aus. Die Texturen sind nämlich deutlich unschärfer und in den Außenlevels scheint irgendjemand Nebelwerfer aufgestellt zu haben. Außerdem kommt es bei Kameraschwenks zu leichten Rucklern. Wer auf Spiele dieser Art steht, darf gerne zugreifen, aber insgesamt ist die Umsetzung doch ein wenig enttäuschend geworden. Wir sind sehr gespannt, wie sich die PS2-Version schlägt, die wir das nächste Mal in den Nachtests vorstellen. Outlaw Volleyball ist schon seit einer ganzen Weile für die Xbox erhältlich und erscheint jetzt in einer PlayStation 2-Version. Die Entwickler haben sich bei der Umsetzung allerdings nicht gerade mit Ruhm bekleckert. Grafisch und technisch ist das Spiel unterste Kanone. Wer Volleyball am Fernseher erleben will, sollte sich lieber einen GameCube mitsamt Segas Beach Spikers holen. Und damit sind wir auch schon am Ende der Nachtests angekommen. Macht's gut, bis zum nächsten Mal.